Herzlich willkommen zur 8. Ausgabe von Garnett TV. Mein Name ist Lukas Müller und wir haben uns mit der Frage beschäftigt, wie schnell wachsen eigentlich Garnelen und mit welchen Arten kann ich meine Garnelen kreuzen? Ich wünsche euch viel Spaß damit und Film ab! Aquatropica ist Hauptsponsor von Garnett TV. Wie schnell wachsen Garnelen? Garnelen wachsen ihr Leben lang. Um zu wachsen, müssen sich die Garnelen häuten. Die Häutung begleitet eine Garnele ein Leben lang und findet immer wieder statt. Junge Garnelen wachsen etwas schneller und häuten sich somit auch regelmäßig. Bis sie eine Größe erreicht haben, bei der sie sich nur noch alle paar Wochen häuten und somit anfangen, langsamer zu wachsen. Mit zunehmendem Alter wachsen die Garnelen also langsamer. Wir Aquarianer sollten ein Auge darauf haben, ob die Garnelen sich unproblematisch häuten. Sollten sie Schwierigkeiten haben, können die Tiere daran sterben, dass sie nicht aus ihrer alten Haut herauskommen. Eine Häutung bei einer Garnele ist immer wieder eine Herausforderung, bei der auch mal etwas schief gehen kann. Wenn Garnelen Schwierigkeiten haben, ist es ein Warnsignal für den Halter. Wenn so etwas vorliegt, kommt es meistens von falschen Haltungsbedingungen wie Wasserwerte oder Temperatur. Es ist also wichtig, die Wasserwerte und den Mineralgehalt stets im Auge zu behalten. Gelbe Turmdeckelschnecke, Thylomelania orange, sind außergewöhnlich schöne und farbenprächtige Schnecken. Sie stammen aus dem Posse auf Sulawesi. Diese recht schnellen Gesellen leben dort bei einer Temperatur von ca. 27 bis 30 Grad, bei einem pH-Wert von etwa 8 bis 8,5 auf steinigem Grund. Sie sind getrennt geschlechtlich und die Muttertiere entlassen etwa alle 6 bis 8 Wochen ein einzelnes Jungtier, das eine perfekte Miniaturausgabe der Eltern darstellt und anfangs etwas blasser gefärbt ist. Sie graben sich nur selten mal in den Bodengrund ein, sind bei uns aber relativ präsent. Für die Videoaufnahmen lassen Sie sich auch gerne vorlocken, ohne es uns böse zu nehmen. In unserem Aquarium haben Sie eine Temperatur von 26 Grad, was überhaupt kein Problem darstellt, was wir daran festmachen können, dass wir hin und wieder Nachwuchs zu sehen bekommen. Hat man sich gerade neue Turmdeckelschnecken gekauft, kommt es oft nach Einsätzen ins Aquarium zu Spontangeburten, die vermutlich durch die veränderten Umweltbedingungen ausgelöst werden. Dabei liegt das Weibchen auf dem Haus und oben, oberhalb des Kopfes, lässt sich ein weißliches Ei erkennen. Dieses löst sich nach einer Weile auf und ein Jungtier kommt hervorgekrochen. Man kann diese Schnecken ohne Probleme mit Zwerggarnelen, die zu den angegebenen Wasserwerten passen, perfekt zusammenhalten. Krebse oder Krabben gehen jedoch auf keinen Fall, da diese gerne Schnecken fressen. Kleine Fische sind allerdings kein Problem. Die Schnecken fressen gerne Laub und wir konnten auch feststellen, dass sie bei uns die Blätter von den Pflanzen anfressen. Bioplanarienstopp. Ganz neu von der Firma Biomark ist das Planarienstopp. Was Planarien sind und was sie so alles anrichten, könnt ihr in der letzten Sendung nochmal ansehen. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Planarien haben eine glatte, schleimige Hautoberfläche. Meist besitzen sie ein oder zwei Augenpaare und haben einen dreieckigen oder spitz zulaufenden Kopf. Die Firma Biomark sagt, das Produkt habe keinerlei Auswirkungen auf die Wasserqualität sowie keinerlei schädliche Auswirkungen für unsere Garnelen. Allerdings überleben Schnecken und Muscheln eine solche Behandlung nicht, was auch auf der Verpackung vermerkt ist. Der Wirkstoff ist, wie sollte es anders sein, die Betelnuss. Sie ist ein Naturrohstoff, der sich toxisch auf wurmartige Organismen wie Planarien und Fadenwürmer auswirkt. Im Gegensatz zu den Mitbewerberprodukten hat das Produkt von Biomark eine Zulassung nach den neuen EU-Richtlinien und darf frei verkauft werden. Wer also Probleme mit diesen Viechern hat, sollte Bioplanarienstopp unbedingt mal ausprobieren. Unsere Erfahrung mit Betelnusspräparaten zeigt allerdings, dass es ratsam ist, wenn der Bodengrund nach der Behandlung ausgetauscht wird.
Besonders in Soil setzt sich der Wirkstoff ab und kann auch noch nach einigen Monaten tödlich auf Schnecken und Muscheln wirken. Welche Garnelenarten kreuzen sich? Diese Frage stellt sich bestimmt jeder einmal, der mehrere Arten von Garnelen in einem Aquarium zusammenhalten möchte. Möchte man, dass die Garnelen sich untereinander nicht paaren, so sollte man immer die Garnelen in einem Artenbecken halten. Will man trotzdem mehrere Garnelenarten in einem Aquarium pflegen, sollte man sich welche aussuchen, die sich nicht untereinander kreuzen können. Sollte es sich aber um Garnelenarten handeln, die so artverwandt sind, dass eine Kreuzung unter den Tieren nicht ausgeschlossen ist, würden wir, wenn der Nachwuchs von den Garnelen für den Halter wichtig ist, davon abraten. Wenn sich große Fische mit im Garnelenaquarium befinden, sodass die Garnelenbabys sowieso gefressen werden, muss natürlich keine Rücksicht auf die Vergesellschaftung der Garnelen untereinander gelegt werden. Bei einigen Kreuzungen kann es zum Farbverlust kommen, wenn man zum Beispiel die Red Fire mit der Algengarnele kreuzt oder die Blue Angel mit der Yellow Fire. Bei anderen Garnelenarten werden bei Kreuzungen wieder nur Tiere der einen oder der anderen Farbe auftauchen. Ein Beispiel wäre hier die Kreuzung zwischen Crystal Red und der Bienengarnele. Wichtig ist immer, wenn du Arten gekreuzt hast und diese Nachkommen abgeben willst, solltest du immer darauf hinweisen, dass es sich um gekreuzte Tiere handelt. Wir haben hier eine Kreuzungstabelle angelegt, die ihr euch auch auf garnelentv.de anschauen könnt. Der Link dafür ist in der Videobeschreibung. Themen aus der vierten Caridina 2014. Lancaris cumariae auf Sri Lanka. Von Kai A. Quante. In der Heimat der Bienengarnelen. Von Werner Klotz. Der Mundemba River in Kamerun. Von Ingo Seidel. Die gelbe Nashorngarnele der Antillen. Von Andreas Kage. Welse mit Bart. Der Antennenharnischwels im Aquarium mit Wirbellosen. Von Kai A. Quante. Spannende Einblicke. Die Pfauenaugengarnele begeistert mit ihrem glasigen Panzer. Von Uwe Werner. Schalige Wasserfilter. Haltung und Zucht von Muscheln im Aquarium. Von Kai-Uwe Genzel. Staubfutter. Selbstgemachtes Futter für Zwerggarnelen von Kai A. Quante. Garnelenzucht in Portugal. Zu Besuch bei Fabio Silva in Lissabon. Von Tina Benecker und Mura Kilic. Krabbelnder Nachwuchs. Die Nachzucht von Geo Sesama. Von Monika Rademacher. Aus den Rubriken Editorial, Aktuelles, German Biotope Aquarium Contest, Tipps vom Profi, der AKWB informiert, ein Preisrätsel und die Vorschau sowie das Impressum. Kommen wir leider auch schon wieder zum Ende der achten Ausgabe. Hier kommt ihr nochmal zur letzten Ausgabe, hier kommt ihr zur nächsten und abonnieren auch nicht vergessen. Und vor allem denkt dran, schaust du Garnelen TV, wirst du Garnelen schlau. Bis dann. Aquatropica ist Hauptsponsor von Garnelen TV.